Sein Name klingt italienisch und er spricht auch perfekt Italienisch. Und das, obwohl er in Montreal geboren und in Kanada aufgewachsen ist. Stefano Gigliati spielt in dieser Saison erstmals in Europa und ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der Serie A1. In 29 Spielen für den HC Bozen erzielte der 24-Jährige 14 Tore und sammelte 38 Scorerpunkte. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, weil meine Eltern zur Arbeit gingen. Meine Oma spricht nur Italienisch, weshalb ich die Sprache schnell erlernt habe. Mein Vater ist in Venedig, meine Mutter in den Marken geboren. Auch mit ihnen kommuniziere ich in Italienisch. Hier in Bozen bleibe ich in Übung und verlerne die Sprache nicht. Adesso sono ancora più meglio che prima. Gigliati hat zuvor 3 Jahre lang in der American Hockey League und in der East Coast Hockey League gespielt. Weil er keine Chance auf ein NHL-Engagement sah, entschied er sich zu einem Neubeginn. Der in Bozen unvergessene Gates Orlando ist ein guter Freund der Familie und hat Gigliati den Wechsel in die Talvorstadt wärmstens empfohlen. In Bozen fühle ich mich ausgesprochen wohl. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, mit der Stadt und dem Trainer. Wir haben eine Mannschaft, die gewinnen will. Es ist schön, in einem so starken Team spielen zu können. In Bozen spielte sich Gigliati schnell in die Herzen der Fans und ist von seinen Gegenspielern gefürchtet. Ja, er ist ein sehr interessanter Spieler. Am Anfang eigentlich mehrere Schwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten, wie halt alle neue Spieler. Er war natürlich sehr, sehr offensiv eingerichtet. Das haben wir alle gesehen, das kann er machen. Hat überhaupt kaum Verteidigung, also defensiv gespielt. Und natürlich in Europa muss man das machen, wenn man Erfolg haben will, weil er kann wirklich eine große Karriere in Europa machen. Aber ich habe es ihm auch klar gemacht und er hat es auch verstanden. Und er hat es auch gelernt. Ich muss sagen, er bemüht sich sehr, auch hinten seine Arbeit zu machen. Nicht immer, aber jedenfalls ist er auf einem guten Weg. Und ich muss auch sagen, als Mensch am Anfang ein bisschen kompliziert, aber jetzt eigentlich ein sehr netter Junge. Fühlt sich sehr wohl in Bozen und ist sich bewusst, dass er sicher Glück gehabt hat, dass er hier gelandet ist. Er ist ein spritziger, schneller Spielertyp von mir gesehen, der was in Körperkontakt nicht scheut. Er ist ein bulliger Stürmer, der was in die Ecken geht und kämpft und den Puck gut andecken kann. Und logisch, seine Schnelligkeit ist seine Waffe. Nicht? Man hat ein paar Tore geschossen, wo wirklich ein Verteidiger von den Gegnern auf 10 Meter 5 gegeben hat und noch allein aufs Tor könnte dort gehen. Nicht? Und das hilft sicher in seiner Spielweise. Wenn wir auf Konter spielen oder so, nicht? Wenn wir magari 1-2 Tore vorne sein und ein bisschen konservativer spielen, dass wir solche Spielertypen haben wie ihm, der sonst noch in Konter eben noch ein paar Tore schießen kann. Nicht? Gemeinsam mit McGregor Sharp und Jordan Knackstedt bildet der Italo-Kanadier eine der stärksten und torgefährlichsten Sturmlinien der gesamten Liga. Quelli due lì lavorano forte e dentro noi tre. Diese zwei sind sehr stark und arbeiten sehr hart. Wir drei verstehen uns fast blind. Jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, dass wir erfolgreich sind. Wir laufen sehr viel und rackern für den anderen. Auch außerhalb der Eisfläche verstehen wir uns sehr gut und sind dicke Freunde. Gigliati traut dem HC Bozen, bei dem er einen Einjahresvertrag unterschrieben hat, in dieser Saison einiges zu. Er will mit seiner Mannschaft den Italienpokal und die Meisterschaft gewinnen. Was seine Zukunftsplanung anbelangt, ist der Flügelflitzer noch unschlüssig. Ich weiß noch nicht, was ich in Zukunft machen werde. Ich werde im Sommer mit meinem Agenten reden und dann eine Entscheidung treffen. Wenn ich hier in Bozen bleiben kann, dann wäre ich sehr glücklich. Mal schauen. Und auch die Bozner Fans hätten nichts dagegen, wenn Gigliati beim HCB eine weitere Saison anhängen würde. Aber nicht nur sie. Spieler wie Stefano Gigliati werten die gesamte Liga auf und tun der Bewegung gut.